So, manchen liebe ich auch irgendwie. Dieses Video mache ich jetzt, bevor ich das zusammenschneide. Und zwar jetzt im Anschluss seht ihr jetzt dann gleich meine Reportage, die ich gemacht habe im Raubkatzen- und Exotenasyl in Wallersdorf. Wallersdorf. Das werde ich mir nie merken können. Ja, Wallersdorf. ich werde es auch im Video mehrfach sagen. Ich habe ja nochmal kurz so grob durchgeschaut. Wenn ihr für dieses Raubkatzen- und Exotenasyl spenden möchtet, macht es über meinen Spendenlink und schreibt dann einfach, ich halte es euch mal hier in die Kamera rein. Ja, kann man schlecht lesen. Auf jeden Fall schreibt rein Hashtag Raubkatzenasyl. Machen wir einfach ein einzelnes Ding oder einfach nur Raubkatze, dass ich auf jeden Fall halt weiß, dass es das für dieses Asyl ist, dass ich weiß, dass es nicht für mich ist und dass ihr wirklich für dieses Raubkatzenasyl spenden möchtet. Würde mich auch freuen, wenn der ein oder andere vielleicht dort auch mal vorbeischaut, vielleicht mal eine Führung mitmacht oder so. Das gibt denen nämlich auch mal ein paar Euro. Oder ihr könnt auch beim Bund Deutscher Tierfreunde, wie es heißt, auch gerne eine Mitgliedschaft beantragen und dann könnt ihr nämlich dort auch im Endeffekt was Gutes tun. Oder ihr nehmt eine Patenschaft für irgend so ein Tier. Falls ihr da unterstützen wollt, wäre natürlich schön, würde mich freuen, wenn auch spendentechnisch sich irgendwas zusammenkommt und ich da denen eine Freude machen kann, dass ich da dann mit, sag was ich, 200, 300 € vorbeigehen kann. Ich meine, das ist ja auch ein Menge Geld für die. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr da ein paar Euro übrig habt. Und ja, dann wünsche ich euch einfach mal viel Spaß bei dem Video. Leider konnte ich es nicht ganz bis zu Ende drehen, weil es mir dann selber nicht ganz so gut gegangen ist und so. Meisten wissen ja schon Bescheid. Aber ich hoffe trotzdem, es gefällt euch. Und dann wünsche ich euch, wie schon gesagt, viel Spaß bei dem Video und ich werde demnächst auf jeden Fall nochmal vielleicht eine Einzelführung machen mit denen und dann kann ich euch das nochmal genauer nahelegen und dann kann ich euch auch mal zeigen, wie das bei der Tierfütterung ausschaut und so weiter und vielleicht kleine Interviews machen oder sowas. Ja, je nachdem halt, wie das dann alles da, sag mal, vom, in Anführungszeichen, Chef des Ganzen erlaubt ist und gewillt ist. Ja, dann wie schon gesagt, viel Spaß mit dem Video. Kommt jetzt gleich im Anschluss, diesmal aber kein Intro. Einfach nur die Videos zusammengeschnitten und dann lade ich den mir heute gleich noch so hoch. Danke fürs Zuschauen schon mal vorab und viel Spaß. Moinsen, liebe EOP Army und herzlich willkommen zu einer Reportage und einem Spendenaufruf. Hatte ich euch ja schon angekündigt. Und zwar bin ich jetzt im Raubkatzenasyl in Ansbach. Und ich würde euch jetzt mal einfach einen kleinen Rundgang zeigen. Werde euch jetzt mal hier bisschen das Gelände zeigen. Ich habe ja auch gefragt, ich kann hier filmen. Und ja, ich werde euch jetzt einfach mal ein kleines Meerschweinchen zeigen. Und jetzt muss ich mich mal kurz drehen, weil dann helfe es. Und ja, dann zeige ich jetzt einfach mal die Meerschweinchen. So, dann laufen wir mal weiter. Kamera am Boden. Und dann zeige ich euch mal die Prachtexemplare. Da hat du was. Ihr seht, da hinten ist ein wunderschöner Tiger, der sich gerade schon säubert für die Hochzeit. Und hier seht ihr schon die ganzen Fußbälle und alles. Ja, dann gehen wir mal weiter mit der Kamera in den Boden. Dann hier ein Tiger zum Mitnehmen, bitte nicht füttern. Ach so, und bitte nicht berühren. Tierstatue dient zur Deko. Ja, Leute, dann gehen wir mal weiter. In diesem Video werde ich übrigens auch hin und wieder ein bisschen schneiden. Das wird das erste geschnittene Video sein. Und ich mache euch das Video, obwohl es mir das heute nicht ganz so gut geht, weil die eben noch heute offen haben. Aber ihr wisst ja, ich arbeite mich eh für euch auf. Mal schauen. So, dann müssen wir mal gucken. Da müsste A irgendwas drin sein. Das schaut auf jeden Fall danach aus. Haben es auch ein bisschen zum Grillen und alles. Meine Mutter kann ich ja filmen. Da, meine Ja, die Mutter. darfst du filmen. Und wir haben hier sogar einen Pilzsichter. Ein Pilz, wenn wir wieder beim Pilz sammeln werden. Und hier müssten auch irgendwelche Tierchen drin hocken. Aber, ah, da oben hockt's. Luchs. Der Luxi-Lux. Ein Luxi, nein. So. Ja, schau, der haben wir ja auch. Machen wir das so, dann gehen wir hier einmal außen rum.
und filme das hübsche Tierchen mal von der Seite. Natürlich immer ohne, dass man Leute, andere Leute filme. So, guck mal her, Kollege, schau in die Kamera liebt dich. Na guck, du bist so süß, guck mal her. Können Sie mal den irgendwie rufen, dass der es herguckt? Oder wie heißt die? Wie heißt die? Oder der? Anubis und Rocco, es sind zwei drin. Anubis! Rocco! Ein Name muss doch stimmen. Ja, die Katze chillt ihr Leben. Ganz entspannt. Anubis. Was natürlich auch zeigt, dass die Katzen sich wohlfühlen, wenn sie entspannt sind. Ja, eigentlich schon. So, ja, dann Kamera wieder an den Boden, damit wir keine anderen Leute erwischen. Hashtag ja, Copyright. Jetzt schaust du auf einmal, okay, dann. Jetzt wird ja auch was gemacht. Geh mal gucken hier. So, jetzt kannst du in die Kamera gucken. Da, jetzt schau die Kamera. Jetzt bist du hübsch. Und natürlich gleich wieder rein. Also fotogen ist der Kollege nicht. Ja, aber zumindest hast du einen Kopf. So, dann Leute, was mal hier irgendwelche Tierchen drin? Mups. Da sind auch noch mal Tiger. Da latscht noch mal ein Tiger. Ja, von der Sorte haben wir 5 Stück, meines Wissens. Aber da müsste ja auch noch was drin sein. Irgendwie, da steht, oder? Nee, da, Rundgang, da geht's weiter. So Leute, dann wieder Kamera in den Boden. Ich muss bloß nochmal auf die Aufnahmezeit achten. Ich denke, der andere wird weiter da hinten sein. Sowas wäre natürlich geil als Haustier, aber ist ja bei uns in unserem blöden Deutschland nicht erlaubt. Ich habe das zweite Mal Exemplar entdeckt. Hier hinten oben. Ja, da werde ich jetzt auch gleich hinfilmen, aber erstmal wieder Kamera in den Boden. Wir sind dann so, keine Ahnung. Und dann schaut da hinten. Ja, Frettchen oder so. Nice. Tente schlafen. Stahl. Eigentlich nicht. Als Nachbar. Wenn es kalt wird, dann kommen sie runter. Da hast du jetzt ein wenig Probleme, weil da halt viele Leute sind. Da musst du halt dann Kamera am Boden, dann erwische ich keine Leute. Eben. Was da drin ist, weiß ich nicht. Schau nicht. Weil es gibt ja Leute, die wollen nicht unbedingt auf YouTube landen. Was haben wir da? Keine Ahnung. Sehen durch nicht. Aber da hinten hast du dann wieder was. Ja, da halten wir die Kamera mal am Boden, dass wir keinen erwischen. Wer ist der andere? Ja, da oben. Ja. Leute, Achtung! Halten wir mal die Hand hin, dass wir nicht hier für andere Leute erwischen. Da hinten krabbelt der Kollege. Geh mal her, schau mal ganz kurz. Hier hast du mal was aus der Nähe. Nur das Tierchen. Das jetzt kommt auf YouTube. Verspendenaufruf. Er kommt. Guck mal, Kollege. Wenn ihr für sowas spenden wollt, Leute, dann wisst ihr Bescheid, Hashtag Raubtier und dann. So, jetzt halt wieder runter. Kann ich das hier weiterleiten? So, dann gehen wir mal weiter. Dann gehen wir mal gucken, da drüben dürfte auch noch irgendwas drin hocken, scheinbar. Keine Ahnung, was da drin ist, also habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht entdeckt. Aber ein anderes Exemplar ist da oben, was du gesucht hast. Also entweder Anubis oder Rocco, keine Ahnung. Da. Ja, die sind so Fallhühner oder sowas, keine Ahnung. Seht ihr das da hinten? Pick, pick, pick. Die kratzen ihre Reste. Hast du den zweiten Teil von Rocco Anubis gespannt? Schauen wir mal. Da oben erwähnt, der versteckt sich hier bitte. Schau in die Kamera liebt dich. Kann man da auch ranzoomen? Da hinten ist er. Genau. Und guckt aus dem Gestäbe raus. Habt ihr gerade Streit, hä? Beziehungsgrieße? So Leute, dann gehen wir mal weiter. Dann haben wir hier ein Bild von den Raubtier. Guckt hier. Ja, da ist irgendwie so und so weiter. Aber gehen wir mal weiter. Kamera am Boden. 6 Minuten haben wir jetzt erreicht, Leute. Dann muss ich mich hier mit dem Platz erst machen. Dann gehen wir mal hier gemütlich weiterlatschen. Wenn du brauchst, kann ich mal schnell stoppen oder so. Also mit dem gemütlich weiterlatschen. Warte mal, hier hinten können wir erst mal hin. Guck. So. Leute, ihr seht's, da zeigt's uns an. Polarfuchs, bitte in die Richtung. Dann werden wir da mal hingehen. Gehen wir mal Richtung Polarfuchs. Genau. Der Fuchs aus dem Polar. So was wie der Alaska. Na, da unten sitzt er auch schon. Schau mal, da drin sitzt er noch. Mhm. So Leute, Kamera weiter an den Boden. Also da scheint jetzt wirklich was drin zu sein, glaube ich. Doch, das ist wahrscheinlich hinten im Häusler. Aber das kann natürlich auch der Rufbuch sein, den ich auch machen. Also hey, wo ist der jetzt hin? Da eben war er da. Ah, da hinten läuft er. Gehen wir mal ins Zelt vorbei, Morin. Ohne Zucker oder? Ohne Zucker. Da hinten läuft der Kollege. Na, guck mal daher. Guck mal in die Kamera. Du kommst auf YouTube. Du wirst zum YouTube-Star.
Ich will kein YouTube-Star werden. Der Kollege ist kein Fotogen, merkt man schon. Jetzt guckt er doch schön. Jetzt guckt er doch richtig hübsch. Wollen Sie mal? Landet nämlich auf YouTube für einen Spendenaufruf für das Ganze hier. Halt, zeigen, wie es geht. Irgendwas steht so falsch. Dann müssen wir hier auch kurz zurück. So. Einfach so draufhalten und vielleicht mal rufen oder so. Ja, Leute. Nichts drin. Das nimmt auf. Das nimmt auf. Das ist ein Video für YouTube, damit ich Spende aufrufen kann. Da ist unser vielleicht ein Name oder so, keine Ahnung. Jetzt geht er rein. Das ist definitiv nicht fotogen. Nein, doch, nicht. Aber schönes Tierchen. Fenja. Nein, sie mag nicht. Jetzt kommt sie in der Vorschau. Ich guck mal, was als nächstes kommt. Ah, da kommt wieder was für mich. Gehen wir wieder mal zurück. So. Dankeschön. So, Leute, dann gehen wir weiter. Kamera wieder Richtung Boden. Ein Puma. Dann kommen wir jetzt zur Schuhmarke. Product Placement. Da ist dann unser. Achtung, Leute. Hier haben wir Product Placement. Wo ist denn das da? Die Klamottenmarke Gant. Ein hübsches Puma, Silberlübe, Berglübe. Schau in die Kamera liebt dich. Nur so, dass der Kopf genau hier in den Quadrat ist. Ah, ich hab keinen Bock zum Filmen jetzt. Ach Leute, ihr nervt mich heute eigentlich nur. Die ist gerade ziemlich so süß. Die ist gerade ziemlich gelangweilt, die Katze, hat einen schlechten Morgen gehabt. Hast keinen Kaffee gekriegt, ne? Wahrscheinlich. Ja, Leute, an dieser Stelle, wir haben nämlich schon wieder 9 Minuten und ich muss erstmal wieder einen Platz auf dem Handy machen. Hätte ich gesagt, machen wir mal für dieses Kapitel kurz Feierabend, dann bin ich gleich für euch wieder da. Und ich zoome wieder zurück. Aber ihr seht, eine richtig artgerechte Haltung. Ja, bis gleich, euer Eob. So, Monsen, liebe Eob Ami, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video, Teil 2. Das hänge ich euch wieder natürlich ganz hinten dran und wir fangen natürlich an. Kollege, guck in die Kamera. Wenn ihr genau schaut, Leute, dann könnt ihr mal gucken, da hinten. Komm, spiel wieder. Sei wieder Spielkatze. Wann bist du wieder da bist, warte. Und dann kriegst du bei mir. Schaut Leute, die Katze chillt ihr Leben. Schmusekatze in etwas größerer Ausführung. Ah, jetzt Leute, jetzt spielt er, schaut. So, dann können wir da wieder am Boden. So, dann gehen wir mal weiter. So, Kollege, komm mal nochmal hier vor, ich brauche ein Video von dir. Kollege, hier vorne spielt die Kamera. Der ist Kamerascheu, der will nicht auf YouTube landen. Ah, doch, jetzt. Ich sag YouTube und der kommt. Guck mal, du bist YouTube-Star, Kollege. War die Parole. Der ist, glaube ich, an ein paar anderen Sachen interessiert. Ja, an die anderen oberen da. Wahrscheinlich sind es Damen und er ist ein Herr. Schau mal. Aber so schnell wie die mal wechseln. Ja Leute, scheinbar ist das, wie meine Mutter schon sagte, dieser Kollege hier ist wahrscheinlich ein Männlein. Das ist ein Männlein. Und das Kollege da hier oben ist ein Weiblein. Das und das Kollege da will wahrscheinlich zu diesem Kollege hoch. Also diese Kollege will zu diesem Kollegin. Genau. Aber du kannst mich da nicht mit samst Tierchen. Also Moment, bleib da. Das Problem ist, dass der Kollege, ich weiß, was der vorhat. Der will den Boden so lange hin und her laufen, dass er unten am Pool wieder rauskommt. Wahrscheinlich. Nun kommst du wieder her, das ist immer schön. Ja, Leute, da oben der Kollege will auch runter zur Kollegin.
Das da oben ist nämlich auch ein Kollege, genau richtig erkannt. Du bist uninteressant, da oben ist ein Weibchen. So, da tun wir mal Handy wieder nach unten. Ne? Ja Leute, dann schaut mal her, hier auch wunderschöne Halterung. Immer dann drehst du deinen Kopf weg, du Knalltüte. Dann natürlich auch Spielzeug reichlich, passt perfekt. Da ist ein Ball. Ein Ball. Wartet los mit euch. Eure Freunde geht's gar nicht gut. Ja, hab ich mir doch gedacht. Das Problem ist, dass der Kollege wahrscheinlich sich denkt, dass da oben ein Weibchen ist und sich denkt, hey, da könnte ich doch mal raufgehen. Die sind alle gefährlich. Sind der hat wahrscheinlich Familienplanung im Kopf. Schaut euch mal die fetten Tatzen an, Leute. Von dem will ich Kascheln kriegen. Ja, wenn der einen Scheitel zieht, dann kannst du anschauen, dass du fein bist. So, Leute, dann gehen wir hier mal weiter. So, Leute, was haben wir denn hier? Mal gucken. Irgendwie haben wir hier gar nichts. Hier weiter. Von oben sieht man. Was ist da drin? Ein Puma. Ach, der Puma. Ach so. Aber der ist gerade da ganz hinten. Ah ja. Und was ist denn da drin? Ja, ein Karakal. Was? Ein Karakal. Was ist das? Das ist ein Wüstenluchs. Wenn man ganz rechts unten hingeht, an die Pflanze und da in die Ecke schaut, sieht man den Rücken. Jo Leute, dann gehen wir doch mal hin und schauen da mal nach. Und ich sehe es, hier unten drin liegt. Ja, stimmt. Da unten liegt was drin, siehst du das? Da Leute, hier unten über dem Tannenbaum. Aber den sieht man leider auch nicht ganz so gut. Die mögen halt nicht so besonders. Aber die sind heute sehr menschenunfreundlich. Ja, aber immerhin da. So, hier müssten aber eigentlich noch mehr Wesen sein. Was suchen Sie denn? Die Bengalen. Die Bengalen sind ganz in der Ecke. Die haben uns aber nicht gemischt. Weil ich mache nämlich, ich bin YouTuber und mache einen Spendenaufruf über die ganze Sache hier. Okay. Deswegen filme ich ja hier gerade das Zeug ab. Okay. Und hoffe, dass meine Abonnenten ein paar Euro übrig haben für hier. Nee, die Bengalen sind in dem Gehege, was neben der Finja ist. Also dieses. Nee, bei dem Look, Puma. Nee, noch ein Stückchen weiter. Also ganz, wenn Sie jetzt hier vorgehen und rechts dann den Weg, den ganzen Weg entlang ist das Gehege von dem Bengalen. Dann gehen wir doch mal auf. Da gehen wir nochmal zurück. Ja, danke schön. Bitte. Ja, Leute, ihr merkt, freundliches Personal ist hier auch. Gehen wir auch mal nochmal auf. Jetzt muss ich bloß mein Handy mal hier rüber an die Wand halten, weil da ist ein Kind und das darf ich nicht aufnehmen. So. Heute sind aber ziemlich viele Leute hier. Ja, also das heißt. Da ist immer noch die Klamottenfirma. Du. Hey, der Kollege hat Eisenmangel, schnell, der schlabbert jetzt. Ja. Boah, jetzt schaut er perfekt in die Kamera. Schau in die Kamera richtig rein. Ja, genau. So. Ja, dann gehen wir doch mal nach die Bengalen noch mal gucken. Die nicht wollen mit uns? Das muss nämlich dieses Gehege hier sein. Ja, schon, wenn ich das verstanden habe, ist das dieses hier. War schon, wenn das F1 ist, ne, was das für Tierchen sind. Ne? Die sind wahrscheinlich richtig groß. Vor allem immer noch so wild. Sehr wenig zusammen. Ja Leute, dann gehen wir mal einfach mal hier einmal ums Haus rum und schauen, vielleicht ist der irgendwo scheiße. Jetzt müssen wir das hochfilmen, sonst filmen wir ja Kind. So. Die jungen Damen. Aha. Was auch immer. Aber da zeigt sich auch nichts. Ich sehe fleckige Kratzbäume, ich sehe alles, nur kein Bengalenkätzchen. Ja Leute, da haben wir wohl etwas Pech gehabt, ne? Leute, wollt ihr keine YouTube-Stars werden? Ich mache Film gerade von meinem YouTube-Kanal, aber die wollen scheinbar nicht auf YouTube landen. Nee, keine Fotos. Wie du denn? Könnten Sie vielleicht mal die Bengalen irgendwie so, dass ich die mal vor die Linse bekomme? Schwierig. Ich weiß auch gar nicht, wo die sind, ob die draußen sind gerade. Weil ich will einen Spendenaufruf machen für das Ganze hier und will, dass die Leute auch mal die Bengalen noch mal sehen.
Deswegen. Also mit Klopfen funktioniert nicht. Nee, Klopfen ist wurscht. Das ist denen auch egal. Da sind die einfach zu sehr daran gewöhnt, dass es. Gehen wir denen ein Ohr raus und wieder rein. Ja, Leute, der Mann ist so nett und versucht uns mal die vor die Linse zu tun. Deswegen werde ich jetzt mal kurz runterfilmen. Dass man dieses Teil mal weil kurz vor die Linse kriegt. Und dafür. Wollen wir Licht anmachen. Tobi, Kassi, Kiva. Na, schieb die mal raus. Ah, das sieht man doch als Erste. Die Erste kommt schon. Ah. Hey. Hi. Komm mal her. Kassi. Jetzt musst du nur noch rauskommen, dann wäre es mal ideal. Kassi. Der kommt Schieber. Hey. Tobi, Kassi. Kiva. Na, komm noch mal. Ja, Leute. Die Erste kommt, dann kann ich euch die mal abfilmen. Das ist der Schieber. Schieber. Oh, die schaut auch fast aus wie unsere Katze. Na, du bist ja richtig süß. Die hat auch voll das weiche Fell scheinbar, so wie sie ausschaut. Total, total flauschig, weich. Was war jetzt Shiba nie? Shiva. Shiba. Mit S-H-I-W-A. Shiva. Ja, können Sie mal so filmen, dass sie das Gitter was machen? Ja, natürlich. Vielleicht können wir mal ohne Gitter die Katze sehen. Ja, schon. Nee, das sind Bengalkatzen. Aber die sind sehr wild. Ziemlich wild auch. Ja, ups. Shiva. Das brauche ich nicht fotografieren, weil das ist ein Video auf. Nimmt schon auf, okay. Ja, aber die andere siehst du jetzt auch unten drinnen, sehe ich gerade. Ja. Die ist perfekt. Richtig hell da unten. Mhm. Hörsi. Na, aber jetzt, hä? Na, komm mal rauf. Hörsi. Komm doch mal. Du wirst YouTube-Star. Ah, da kommt doch mal. Oh. Liebe natürlich gleich mal mit in die Schmusen, Leute. Wie kuschelig. Oh, ich sehe es. Ach, die nehme ich mit. Dich nehme ich mit. Schaut gerade zu gefährlich aus. Ja, sind die auch nicht, aber die sind halt noch. Die sind halt, so erklärt, F1-Katzen. Also mit sehr viel Wildanteil. Genau. Da haben die noch zu viel Anteil, dass man, da bräuchte man Genehmigung. Genau, richtig schön in die Kamera rein. Jawohl. Genau. So, perfekt. Aber die schaut doch so harmlos aus. Beißen die dann? Oder die Tiger sind auch harmlos. Das hat einfach damit zu tun. Tiger sehen auch relativ harmlos aus. Ja, aber. Etwas groß, aber irgendwie harmlos. Ich meine, wenn man den Tiger am Kinn krault, wird wahrscheinlich. Ich meine, gut, die können nicht schnurren, aber. Tiger können nicht schnurren. Die Däden es machen, wenn sie es könnten. Puma, Löwen, die können alle schnurren. Nur der Tiger kann es nicht. Ach, seid ihr süß, meine aber, Güte. Ja. Aber Percy ist eindeutig mehr an seinem YouTube-Auftritt interessiert. Percy. Ins Zeug. Ja. Um an Futtergeld zu kommen. Ja. Ich finde es sogar ganz schön. Ich mache auch einen Spendenaufruf, weil ich meine, ich habe zwar bloß 300 Abonnenten, aber das sind Abonnenten. Hey, wenn da jeder einen Euro spendet, dann haben sie auch schon wieder wegen Geld. Und ich habe ja gesagt, wenn Spenden über mein Spendling, dann sollen sie Hashtag Raubkatze machen. Als vorne als Ding. Weil wenn die dann Hashtag. Genau, dann kann ich das nämlich alles zusammensammeln und kann das auch hier vorbeibringen. Du siehst ja auch süß aus. Ja, dann lass doch mal deine Kamera wieder geben. Verabschiede dich von den Bengalen. Und. So Leute, ja, dann bedanke ich mich mal fürs Aufnehmen. Dann drehe ich es wieder auf den Boden, damit die Leute hier nicht aufgenommen werden, weil ich ja nicht weiß, wer auf YouTube landen will und wer nicht. Danke, ciao. Dankeschön, tschüss. Ja, Leute, was ihr da gesehen habt, wenn ihr das unterstützen wollt, dann untenrum, könnt ihr ja gerne mal ein paar Euro spenden mit Hashtag Raubkatze und dann leite ich das hier alles komplett an das Asyl hier weiter. Weil ich will auf jeden Fall das Ganze hier unterstützen, will das erhalten und ich hoffe, ihr hilft mir dabei. Wäre nice, wenn ihr dabei wärt. Dass das Grundstück gekauft werden kann und dass dann im Endeffekt die Stadt Ansbach das Ganze hier nicht mehr rausekeln kann. Und das wollen sie ja. Und diesbezüglich bitte ich euch, dass ihr einfach sagt, komm, ein bisschen was geht. Ich meine, wenn jeder einen Euro spendet, dann haben wir ja auch schon wieder einen Haufen zusammen. Nämlich, das muss man dann da direkt vor den Zaun stellen, weil das steht immer ein Meter Abstand, was natürlich blöd ist. Ne? Und der ist auch viel zu viel interessiert an dem mittleren Teil. So, Kollege, Leute, und so, dann? Ei, da hinten, der sitzt so süß. Aber den kriegst du da nicht ohne die Gitter drauf, ne? Und so, ich gesagt, du magst von mir ein Bild, wo dein Hintern da so süß. Aber, ja, kannst du das Gitter durch? Ja, kannst du mal kurz mit Mario lassen? Ich kann ein Bild gerne machen am Gitter. Das wäre schön, aber weil...
Das mit mir auf dem, und einem Bücher im Hintergrund geht ja nicht. Können Sie da dann auch irgendwas erzählen, weil ich will einen Spendenaufruf machen. Ich mache ja gerade ein Video. Ne? Dass man vielleicht irgendwas über die Tierchen erzählt, dass die Leute auch über die Tiere ein bisschen Bescheid wissen, weil ich will gucken, dass meine Abonnenten da ein bisschen was hergeben. Weil der obere, der sitzt halt so schön, aber der untere, der mag nicht mit mir. Einfach bloß in der Mitte drücken. Bei mir dann bloß in der Mitte drücken, dass man das Tier schon kriegt. Ja Leute, so gleich erfahrt ihr dann auch bestimmt ein bisschen was über die ganzen Tierchen hier. Okay. Das wäre ein richtig schönes Hauskätzchen. Ja, wenn der am Abend bei einem auf die Füße liegt, dann hat man auf jeden Fall warme Füße. Ja, und da kommt die Zauber davor, siehst du das? Das wäre, glaube ich, nicht so ganz angenehm, ne, bei dem Gewicht. 240 Kilo, 220 Kilo haben unsere größten beiden, die zwei hier. Also er ist eindeutig männlich. Und kann das weiblich sein da oben? Das kann sein. Ich weiß genau, was das alles ist. Also ganz oben haben wir auch einen weiblichen Tiger dabei, die Chiara, genau. Weil er hier da sogar so... Der ist sogar so fixiert. Es ist aber, er ist ja auch ein Männchen. Es ist aber so, dass der Boris ist eher dominant vom Charakter her und oben die Chiara auch. Und die beiden können eben nicht der Rangordnung klären, sie dürfen eben nicht zusammen. Die würden gerne mal, glaube ich, da kämpfen. Schauen, wer der Stärkere von beiden ist. Genau, sind die immer so, immer auf H8 und gucken immer laufen hin und her, fixieren sich da gegenseitig an. Ach, das da oben ist dann die andere, oder was? Da ist Chiara oben mit drin. Genau. Wo man jetzt hier das Ohr sieht. Nee, doch, das ist sie ja, genau. Chiara und Tiger sind zusammen, ich sehe es gerade nicht ganz richtig. Also das ist ein Pärchen, oder was, Chiara, da oben? Vater und Tochter. Ah. Ja, aber ein Teil liegt da vorne, aber ist immer schwierig zu sagen, ne, wenn man bloß die Ohren zieht. Und der Kollege sagte, ich bin der Big Boss hier? Der? Ja, die beiden, genau, wenn sie immer ein bisschen miteinander anlegen, weil die Chiara auch dominant ist. Und ich weiß warum. Also ich muss mich unbedingt dafür interessieren, weil ich muss schauen, dass ich mit dem Chef mal sprechen kann. Ich möchte, wenn ich mein Auto wieder habe, ehrenamtlich machen. Wenn ich Boris Becker heißen würde, würde ich auch einen auf meinem Matsch machen. Also der Herr Neundorf ist im Urlaub bis zum 16. Sie ja, ich brauche ja auch erst einmal mein Auto wieder, weil ich meine, jetzt mal mit dem Zug ist mir zu blöd. Aber anrufen. Weil ich will halt auch noch vielleicht ein Video kleins machen, wie man vielleicht mal mit einem, sagen wir mal mit einem, der nicht ganz so chefmäßig ist wie der, dass man da vielleicht mal kurz streichelt, während ein Bild, dass halt die Leute irgendwie sehen, dass die Tierchen halt auch ein bisschen... Das mögen die auch nicht, die werden richtig aggressiv dabei, die sind schon gefährlich, das geht nicht. Ich kann dem Tiger, die werden teilweise gefüttert mit Gras, dass er so hingeben kann ans Gitter, aber mehr geht auch nicht wirklich. Also die sind da, es sind halt die sind einfach, sind wilde Tiere, es sind Wildtiere und anfassen geht gar nicht, das ist viel zu gefährlich bei denen. Sind es auch nicht gewohnt. Das sollte man auch nicht unbedingt auf YouTube zeigen, dass man irgendwie einen Tiger anfassen kann, weil dann kommen bloß... Falsche. Ich meine, es wird auch so sein, die Hater werden mehr eher unter das Video Hate-Dinger setzen, aber meine Abonnenten, die werden das auch sowas würdigen und ich denke mal, dass der ein oder andere vielleicht sagt, okay, er gibt doch ein paar Euro. Ich hoffe es zumindest. Weil ich habe gesagt, die sollen das so machen, weil ich habe einen Spendenlink bei mir. Okay. Und damit ich weiß, dass es nicht an mich geht, sondern an das hier. Oh, das war gemein. An das Raubkatzenasyl, ne? Dass ich das dann weiß, dass es hierher geht. Dann die Hashtag Raubkatze hinschreiben oder irgendwie sowas, ne? Haben Sie das abgesprochen mit jemandem? Oder einfach so? Vorne habe ich jetzt Bescheid gegeben, dass ich ein kleines Video mache. Okay, ja, ne? Weil wir wollen einfach nur, dass die Leute eben mehr darauf aufmerksam werden und klar, mehr okay. helfen, also, damit ihr das Grundstück kriegt und eure sehr gerne, Kätzchen klar. hier behalten könnt. Ich wusste nicht Bescheid, deswegen habe ich jetzt gefragt, aber sehr gerne. Aber also, das hast jetzt du gerade versäumt. Der hat nämlich ganz klar gesagt, das ist mein Revier. Ach, hat er gerade hingedingst. Der hat gerade gespritzt. Aber richtig krass. Umgedreht, Schwanz in die Höhe und pst. Also jedenfalls bei unseren Tieren anfassen, das geht wirklich nicht. Also die Zahlen oh, die da oben liegt so gut. Nein. Der. Das ist ein R, weil Chiara ganz oben drin ist. Ja, die Bengalen, die Bengalen. Igor. Das klappt auch nicht. Die Bengalen, die wären nice gewesen, aber die haben halt eben zu viel Wildantenne. Die hätte ich liebend gerne adoptiert. Wir hätten die adoptiert, wenn es gegangen wäre. Hätten wir sie mitgenommen, dann hätten sie adoptiert. Ich dachte, das ist auch wie ein F1 oder so mit... Genau, es war eben ursprünglich eine F1-Katze, die stammt direkt von der Wildkatze mit ab, von der asiatischen Leopardkatze. Und die darf man nicht ohne Genehmigung halten, da braucht man auch ein Gehege dafür. Ja. Und genau, deswegen... Oh, Boris! Von den Behörden her, das geht nicht. Ja, aber wie gesagt, ich möchte dann sowieso mal... schauen, dass ich dann... Also tut ihr die Katzen auch nicht berühren, oder was? Doch,
Das ist jetzt, also die bei GF1-Katze, sie ist mittlerweile verstorben. Es war eine Gruppe von drei Tieren und die eine war F1, die hat eine Frau abgegeben, die war zu krank, die zu versorgen. Und dann hatten wir zwei, sind verstorben, die waren schon recht alt. Der noch da ist, ist jetzt 14. Und die anderen beiden, wir haben dann zwei neue dazu geholt. Die wurden von dem Züchter, der hat die Erlaubnis verloren, die zu züchten, weil er hat viel zu viele Tiere gehabt, auch viel zu wenig Platz. Wir können da die anfassen, die können wir auch streicheln. Mit dem Percy hinten jetzt an uns. Genau, Tobi und Percy und Shiva, genau. Aber die vermitteln wir eben nicht, weil die sich zusammen hier als Gruppe so da sind, wir gehen auch immer reinzugehen täglich, können die streicheln wirklich. Aber also die dürfen wir dann, wenn wir hier arbeiten, auch streicheln? Ja, nur bei denen geht's halt genau. Nicht, die kannst du nur füttern und das war's. Aber das sind ja Hauskatzen, es sind auch keine, ist auch keine F1 mehr dabei. Jetzt sind sie gerade oben, ärgern die zwei. Geht wirklich nicht anfassen. Außer ja, wenn sie betäubt sind. Ich möchte halt dann schauen, ob ich dann, wenn ich mein Auto wieder habe und wenn es repariert ist, dafür da drauf ist alles, dass ich dann öfters mal für die Woche hin. Jetzt machen dann die zwei da oben, jetzt dann machen die Wrestling. Dass ich vielleicht am Wochenende wenigstens die Möglichkeit habe, euch ein wenig zu unterstützen. Immer gerne bei Nachfrage, so. Also zum Helfen sind sie Eltern, die da erstmal vorbeikommen und die jetzt angucken, wie die Arbeit ist, mal einen Probetag oder so machen. Dann gucken, ist das überhaupt was für mich? Also sehr anstrengende Arbeit. Ja. Ich habe mir das jetzt erklären lassen. Er ist dominant. Da oben ist ein dominantes Weibchen und die beiden fixieren sich die ganze Zeit. Also sie wollen im Endeffekt ausmachen, wer hier Boss ist. Deswegen laufen die ganze Zeit hin und her und fixieren sich. Sie da oben ja auch. Das hat er mir gerade erklärt. Ich finde deine Tiere einfach faszinierend. Und ich finde es halt schade, dass sie ja, leider Gottes in Freiheit mit so leben können. Es ist auch schade, dass es so ein Asyl hier geben muss. Wir haben ja die Tiere aufgenommen aus Notsituationen. Die wurden vom Staat, von Behörden beschlagnahmt, weil die illegal oder schlecht gehalten worden sind. Von Zirkussen und so? Von kleinen Zirkussen teilweise. Teilweise von Privatleuten. Von Privatleuten. Man kann die Tiere auch sich leicht beschaffen. Wenn man das Geld hat, kann man die leicht kriegen, aber die Erlaubnis zu kriegen, ist eine andere, schwierigere Frage. Und dann die ganzen Sicherheitsmaßnahmen im Zweck Zaun und bla bla bla. Und dann sagen halt ich weiß, dass, wo ich noch recht jung war, da war in Nürnberg Eibach, Jägerstraße da die Ecke, tauchen ein kleiner Tiger ausgebüxt, klein, ja. Der wurde wohl irgendwie mit, was der Geier, Medikamenten oder sonstigen Präparaten irgendwie klein gehalten und in einem Schuppen gehalten. Jetzt sind da gleich Schulen nebenan. Der hat es irgendwie geschafft auszubüchsen. Er war natürlich riesen Trara. Und hat sich aber rausgestellt bei der Untersuchung, dass das Teil zwar aussieht wie 6 Monate, aber eigentlich schon 3 Jahre ist. Und der wurde natürlich auch sofort beschlagnahmt, ist klar. Ja. Und der eigentliche Besitzer, ne, der hat natürlich auch entsprechend die Strafe gekriegt. Aber ja, Leute, an dieser Stelle sage ich nochmal, Fahrzeug, das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like, beziehungsweise wenn ihr es neu seid, über ein Abo sehr freuen. Wenn ihr was dazu geben wollt und mithelfen wollt, dass mir dieses Grundstück gekauft werden kann und dass die Stadt Ansbach im Endeffekt das Ganze hier nicht mehr rausekeln kann, dann würde ich euch vielleicht um ein paar Euro für das Ganze hier bitten mit dem Hashtag Raubkatze oder Raubtiere oder irgendwie sowas. Oder Raubasyl oder irgend sowas in der Art halt. Auf jeden Fall muss irgendwie das Wort Raub mit drin sein. Oder Tiger oder irgendwas. Einfach nur ein Hashtag und dann irgendwie sowas mit, was halt mit dem Himmel zu tun hat, einfach mit reinhauen in den Text, dass ich Bescheid weiß, dass es für hier ist. Und dann leite ich das nämlich komplett weiter. Wäre natürlich nice, wenn da irgendwas zusammenkommt. Wir können auch, wenn ihr wollt, regelmäßig spenden oder wenn ihr Interesse habt, vielleicht sogar eine Mitgliedschaft abzuschließen, dann schreibt mir das, dann kann ich euch entsprechend den Kontakt herstellen. Das ist Deutsche Tierfreunde, heißt es. Wie heißt die Organisation? Raubtier- und Exotenasyl e.V. Ja, aber die Bund Deutscher Tierfreunde. Bund Deutscher Tierfreunde. Genau, die helfen mir ja auch immens mit. Also wenn ihr da sagt, okay, ihr wollt einen 10er monatlich, gebt ihr her. Ich zum Beispiel bin ja Mitglied, ich gebe jetzt jeden Monat 10 Euro. Dafür, dass eben hier auch das Ganze erhalten werden kann. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn der ein oder andere sehr, er macht mal was anders. Ja. Jetzt geht er baden, Leute. Jetzt seht ihr sogar noch, wie der baden geht, der Kollege. Tiger sind einfach Wasserratten. Na, Boris. Das macht doch mal Spaß, hä? Ja, Leute, dann deswegen habe ich jetzt meine Rede unterbrochen. Jetzt habt ihr sogar noch ihn beim Baden gesehen. Der Boris zeigt sich jetzt auch von seiner besten Seite. Also ihr seht ja, sind ja ganz süße Tierchen, aber naja, sind halt doch ein bisschen wild. Vor allem ein wenig groß. Und wenn ihr da irgendwas Boris mitbekommt, meldet es auf jeden Fall auch, wenn jemand sowas illegal hält, weil das geht halt auch nicht. Funktioniert ja vielleicht doch, ne?
war. Ja, aber zumindest immer mit seiner, war es aber nicht. Ja. Also ich finde. Na Leute, wie schon gesagt, wenn ihr ein paar Euro übrig habt, gibt ein paar Euro einfach dafür. Wenn ihr da ein bisschen was gibt, dann hat man auch wieder eine gewisse Summe da zusammen. Was auch wieder hilft, dass das Grundstück früher oder später vielleicht gekauft werden kann. Und einfach das Asyl halt. Das Asyl weiterleben kann, weil was will man mit ihm jetzt zum Beispiel machen? Man kann ihn nicht mehr auswildern. Nee. Weil er einfach doch das Ganze mit der Gefangenschaft gewöhnt ist. Er ist es gewöhnt, dass er sein Essen bekommt. Und ja, ob er dann noch wirklich zurechtkommen würde in der Wildnis, wage ich zu bezweifeln. Also muss man sowas erhalten und damit wäre es ganz gut, wenn ihr ein bisschen Unterstützung auch gibt. Wie schon gesagt, falls ihr eine Mitgliedschaft machen wollt, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich kann euch dementsprechend dann die Kontakte vermitteln. Ja. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, werde dann im Anschluss vielleicht noch was bringen. Bis zum nächsten Mal, danke und tschüss, tschüss, euer Eob. Ja. So, willkommen zurück, Leute. Schade. Jetzt wollte ich euch eigentlich gerade einen Affentheater zeigen, aber jetzt zeige ich heute oben den Affentheater. Kollege, schau mal in die Kamera. Machen wir es nochmal so wie vorhin. Jetzt könnte man schnell die Orange hinlegen. So, wir haben gerade das Glück, dass die außen eine Orange ist. Deswegen haben wir jetzt das Glück, dass da eine Kollegin jetzt nicht mal die Orange hinlegt. Und vielleicht können wir mal. Und da kommt jetzt einer. Jetzt hat er gleich direkt. Jetzt seht ihr den Tayo. Ein Pavian. Und wenn ihr mal genau guckt, da hinten. Ah, jetzt hat er es in der Hand schon, oder? So Leute, jetzt seht ihr mal live einen Affen beim Essen einer Mandarine. Aber hast du es nicht? Oh nein, die machen Bilder von mir, schnell weg! Und da hinten die Kollegin, die Ey, jetzt hat sie die Orange genommen. Ja, wo ist denn der? Oh, der ist ja gar nicht mehr da. Wem gehört das Handy? Versteigere es. Der hat sich. Das ist nochmal Affentheater, hä? Das ist Affentheater. Was für ein goldiges rotes Gesicht. Meine Zuschauer auf YouTube freuen sich auf jeden Fall. Ja, das sind so Schneeaffen, oder? Paviane. Paviane. Magst du noch mal das Spielchen mit deinen Füßen für mich? Stehen wir mal auf und dann von oben rein. Buddha-Karten sind alle verkauft, hat sie vorhin gesagt, ne? Ja, ja. Alles weg. Ja, noch. Ja, Leute, da habt ihr auf jeden Fall noch mal schön einen Affen zu sehen. So. Dann filme ich jetzt noch mal ein bisschen den Boden. Und her. Also, du führst den nicht, du gehst da bloß zum Schauen, hat er gesagt. Oder machen wir jetzt extra Termin? Machen wir einen extra Termin. Weil dann kann ich das Geländer besser filmen und muss nicht ständig den Boden filmen, weil dann sind nicht so viele Leute da. Dann kannst du halt doch besser. Weil dann mache ich nämlich. Ja, dann kann ich mir nämlich alles ganz ein wenig erklären lassen, so die Geschichte zu den Tieren vielleicht, den Leuten nochmal auf YouTube zeigen und dann da weiter den Spendenaufruf nochmal starten. Ja. Ich will jetzt ich werde noch ein paar Leute. Also einige Kätzchen, die ich liebe, kann ich mitnehmen. So Leute, und jetzt kommt der beste Witz, pass auf. Und da haben wir besonders wilde Tiere, ein paar Hasen, extrem wild, noch wilder als ein Tiger. Und schwerstens gefährlich, ja? Ja, das sind unsere Wachkönige. Die sind abgerichtet. Ja, das ist der Sicherheitsdienst hier. Aufpassen, wenn ihr dann das Grundstück betretet, dann kommen wir so und jumpen die Kanickel euch mit dem. Oder unten beim Kaffee auf dem Vorplatz. Ich weiß, wie die Kanickel das machen. Die springen dann und jumpen dann mit dem Hinterlauf voll ins Gesicht. Ja.
Da gibt es ja Rennstellen. Dann könnten wir eigentlich jetzt noch mal schnell runden an dem Café da. Na, jetzt gehen wir erstmal noch mal kurz Meerschweinchen aufnehmen und dann. Machst du sowieso einen extra Termin? Und dann in einer Sitzung durch. Ich mache jetzt bloß noch mal ein extra Video von den extrem wilden Meerschweinchen. Das sind auch so kampfkannige da. Steht doch da, gefährliche Raubtiere. Dann guckst du dir an, ja? Und da hinten sieht man einen gelangweilten Tiger, der endlich fressen haben will. Oder rennt er? Nee. Ja, der andere, der Bruder ist, glaube ich, schon oben drin. So, dann laufen wir nochmal hier hoch. Das ist alles Grünseins. Das ist alles Grünseins. Mhm. Er wird eh mal durchgewechselt, hast du mitgekriegt. Ja. Ist der denn noch vorne am Anfang? Ja, Leute. Was machen wir dann so lange? Jetzt noch eine ganze Stunde? Hocken wir uns halt ins Kaffee und fressen einen Kuchen oder sowas. Ja. Dann müsste ich aber dann Tür ausgeben. Ja, mach ich dann schon. So, Leute. Die anderen Sachen alles. Halt, du bist denn da, hast das eine. Das, was gekippelt hat, das war das andere. Achtung, Schlägerei. Nee, was war denn das jetzt alles? Nein. So, und jetzt haben wir eine Hochgeschwindigkeitsverfolgung. Meerschweinchen, eine zentrale Verfolge, fahrerflüchtiges Meerschweinchen. Also beweg dich, dann gib mal einen Kuchen aus. Ich muss erstmal die Hochgeschwindigkeitsverfolgung aufnehmen. Denk dran. Ich auf dir, stand drin. Ah, ich weiß, was das ist. Das hintere ist ein Männlein und das vordere wahrscheinlich ein Weiblein, weil der macht nämlich dieses komische Männlergeräusch. Die ist klein. Nee, die hat Junge. Das ist ein Junges. Also die Hochgeschwindigkeitsverfolgung. So, Leute, ich gehe mir jetzt auf jeden Fall mal einen richtig leckeren Kuchen reinstylen. Wenn noch welcher da ist. Der Kollege fährt sein Profil warm und jetzt gleich geht es wieder Hochgeschwindigkeitsverfolgung. 3000 km/h, seid ihr euch das rein? Der hat aber einen Speed drauf und rum ums Eck, ey. Da sind gleich die richtigen Spuren auf der Straße. So, ja Leute, dann bis zum nächsten Abschnitt. Tschüss. So, dieses Video nehme ich übrigens auch auf, bevor ich das jetzt zusammenschneide, weil ich ja die Verabschiedung nicht machen konnte. Die mache ich jetzt als Hoch noch hinten dran. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über, falls ihr neu seid, über ein Abo sehr freuen. Wenn ihr mehr solche Sachen sehen wollt, schreibt es auch gerne in die Kommentare rein, was ihr sehen wollt oder ob ihr mehr sehen wollt. Weil ich versuche euch das dementsprechend umzusetzen. Likes sind natürlich auch mehr gern gesehen. Schaut auch bei meinen super YouTube-Kollegen vorbei. Schaut auch mal auf der Homepage von dem Raubkatzler-Suche vorbei. Die werde ich euch natürlich in die Infobox packen. Den Link. Danke fürs Zuschauen bei diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Euer Eo. Macht's gut. Tschüss.